Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen beim zweiten Teil meines Büchermonats. Da ich einfach viel zu viele Bücher im Monat Juni gelesen habe, habe ich ja meinen Büchermonat in zwei Teile geteilt. Ich habe euch letzte Woche bereits den ersten Teil gezeigt mit den ersten 9 Büchern des Monats Juni und heute folgt dann der zweite Teil mit den anderen 8 Teilen, die ich eben dann ab Ende sozusagen gelesen habe. Ein wirklich unglaublich erfolgreicher Büchermonat, der mir unglaublich viel Spaß gebracht hat, der mich in Geschichten gepackt hat, mich gefesselt hat, mich begeistert hat und ich einfach in jede Geschichte so toll reinfallen konnte und es wirklich Spaß gemacht hat, einfach diesem Hobby, dieser Leidenschaft einfach auch so viel Raum zu geben und tatsächlich dann am Ende 17 Bücher zu haben oder 16,5. Ich habe es im anderen Video schon gesagt, ihr findet den ersten Teil im Übrigen unten auch in der Infobox, wie auch wann welches Buch jeweils besprochen wird. Sollte euch eben ein Titel besonders interessieren oder irgendeins nicht so, dann könnt ihr da im Grunde auch auf die Zeiten springen. Und ich denke, ich zeige euch jetzt den zweiten Teil und wünsche euch viel Spaß bei meinen Büchermonat-Videoclips. These Broken Stars, ein Buch, das aktuell in aller Munde ist. Es ist von Amy Kaufman und Megan Spooner und trägt den Untertitel Lilac and Tava. Das sind auch die beiden Protagonisten im ersten Band. Es ist der Start einer Trilogie, ist erschienen im Carlsen Verlag, jetzt Ende Mai, hat 496 Seiten, kostet in der gebundenen Ausgabe 19,99 und als E-Book 13,99. Man kann es auch bereits in Englisch natürlich kaufen und hat da auch schon die Möglichkeit, die anderen beiden Bände zu lesen, wenn man denn in Englisch lesen möchte. Ich persönlich liebe dieses Cover. Auch die Augen, die hier da so ein bisschen schimmriger sind, ist wirklich unglaublich gelungen. Und nicht nur deswegen hat es mich angesprochen, sondern natürlich auch wegen dem Klappentext. Um was geht es in der Geschichte? Es geht um Lilac und Tava, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Lilac, wohl das reichste Mädchen aktuell im All, hat einen sehr reichen und erfolgreichen Vater, mit dessen Namen sich alle Türen öffnen lassen. Und Tava ist ein Elitesoldat, ein Major, der sich so gerade ein bisschen auf der Ika befindet, was so ein bisschen wie eine Art Belohnung ist, um ihn für seine Dienste zu ehren. Und dort trifft er auf Lilac und zwischen beiden scheint sich etwas Besonderes aufzubauen, doch sind sie sich der Unterschiede sehr, sehr bewusst und Lilac trennt sich im Grunde direkt von dem Gedanken, dass sie jemals etwas mit jemandem, den nicht ihr Vater aussucht, haben könnte. Doch passiert etwas auf der Icarus, die eben im All schwebt, um vom einen Planeten zum anderen zu kommen, denn wir sind hier tatsächlich eher in der Zukunft unterwegs und erfreuen uns an der neuen Technologie in der Icarus. Und es passiert aber ein Unglück und beide landen in einer Rettungskapsel, die sich dank der Cleverness von Lilac frühzeitig auch von der Icarus lösen kann. Und so fallen sie beide mit der Rettungskapsel auf einen Planeten, den sie nicht kennen, der scheinbar unbewohnbar ist, und versuchen dort eben zu überleben. Immer noch im Glauben, dass dadurch, dass Lilac dabei ist, eben das reichste und bekannteste Mädchen sozusagen, dass ihr Vater alles tun wird, um sie zu retten. Auf diesem Planeten passieren aber dann doch etwas mysteriöse Dinge und auch die Beziehung zwischen der beiden wird ein bisschen auf die Probe gestellt und es beginnt eben ein Überlebenskampf. Eine unglaublich tolle Geschichte. Eine Geschichte, mit der ich so überhaupt nicht erwartet hätte. Es war ein ganz, ganz toller Einstieg in die Geschichte. Man war direkt mittendrin, wir waren direkt auf der Icarus und es wurde ganz schnell erzählt, wo wir sind, wer wir sind, was wir da machen, wie diese Welt funktioniert. Das fand ich unglaublich gelungen. Also ich war da wirklich total gebannt und gefesselt und die Seiten haben sich lesen lassen wie sonst etwas. Auch der Perspektivwechsel zwischen Lilac und Tava funktioniert wunderbar und man hat wirklich das Gefühl, dass uns zwei verschiedene Leute etwas erzählen. Das liegt vielleicht auch tatsächlich daran, dass jeder der
Autorinnen eine Perspektive übernommen hat, denn man erzählt, man spürt wirklich diesen erzählerischen Unterschied und als würde man eben wirklich abwechselnd mit beiden sprechen. Sehr schön ist auch das, was den Perspektiven davor geht. Da haben wir eine Befragung an Tarver, die scheinbar von einem anderen Soldaten vorgenommen wird, was denn da passiert ist, sodass man da auch ein bisschen Hintergrundinfos direkt bekommt, bevor dann das eigentliche Kapitel beginnt. Und gerade das finde ich wirklich unglaublich spannend gemacht und eine schöne Idee, die ich so noch in keinem Buch irgendwie angetroffen habe. Was ganz, ganz grandios war, war wirklich dieser volle Fokus auf die Protagonisten. Also wir haben wirklich nur diese beiden, zumindest zu einem großen Teil der Geschichte. Wir haben nur ihre Gedanken, nur ihre Gefühle, nur ihr Hier und Jetzt. Es gibt nichts drumherum, es wird nichts verschönert, es ist einfach so die Geschichte, wie sie ist und es ist der totale, wie ein Zoom auf die beiden gelegt und sie sind wichtig und die Protagonisten schlechthin und das fand ich wirklich ganz, 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 ganz toll. Ja, meine Sunny auch. Was mir auch sehr gut gefallen hat, sind die Mystery-Elemente, die gelungen eingesetzt waren und die wirklich das Buch auch unglaublich spannend gemacht haben und wo man einfach auch gar nicht erwartet hätte, dass im Grunde das so darin auftritt. Auch die zarte Liebesgeschichte, die nicht ganz so im Vordergrund stand, ja, aber du stehst im Vordergrund, die nicht ganz im Vordergrund stand, fand ich wirklich toll und dass es eben auch mal ein bisschen realistischer war, trotz aller Fantasy, die hier drin sozusagen war oder aller mysteriösen Dinge, die es hier drin gab, war es eben einfach realistisch, glaubwürdig, auch wie die Charaktere gehandelt haben, fand ich ganz, ganz toll und ich mochte die ganze Geschichte von vorne bis hinten. Es gab nichts, was ich irgendwie komisch oder störend fand. Ich war nicht ganz am Anfang der Freund von Lilac, da war sie mir ein bisschen zu vorhersehbar, aber sie hat sich wunderbar entwickelt und auch die Entwicklung der Charaktere war grandios gelöst. Man spürt hier richtig, wie sie an ihren Aufgaben wachsen und ja, ich bin hin und weg von dieser Geschichte. Ich fand sie wirklich ganz, ganz toll. Ich freue mich jetzt auf November. Da wird es den zweiten Teil geben, wenn ich nicht tatsächlich vorher schon mir Band 2 und 3 im Englischen hole und muss mal gucken, wie ich Lust und Zeit habe und ich finde es toll. Ich freue mich drauf, wie es weitergeht. Es wird mit zwei anderen Charakteren weitergehen. Man kann so erahnen am Ende der Geschichte, in welche Richtung es geht. Es ist aber an sich mit beiden Charakteren fühlt es sich mehr oder weniger abgeschlossen an, aber es wird natürlich ein großes Ganzes sozusagen geben und da bin ich einfach gespannt, wie das weitergeht. Also absolute Leseempfehlung von mir. Ich bin total hin und weg und wirklich sehr, sehr begeistert. Und auch den dritten Teil der Unwandelbar-Reihe habe ich jetzt im Juni gelesen. Es ist Asida von Laura Labas. Und dieser ist erschienen letztes Jahr im April, hat 343 Seiten, kostet als Taschenbuch 12,99 und als E-Book 2,99. Lese ich zusammen in einer Leserunde, wo uns von der Autorin alle 5 Bücher nacheinander zur Verfügung gestellt werden, beziehungsweise habe ich jetzt auch schon Teil 4 und 5 bekommen und ja, freue mich da unglaublich drauf weiterzulesen. Ja, zur Handlung, ich glaube, ihr habt es vielleicht noch in Erinnerung, ich habe ja den zweiten Teil Anfang des Monats gelesen. Ja, wir sind hier eben in der Welt von Ray und wir haben hier eben Pharos, das sind Gestaltwandler, die mit Tieren Kontakt aufnehmen können und dann eben immer wieder in dieses Tier hineinschlüpfen können, sich mit der Seele verbinden können. Wir haben die Hydra, die es eben tatsächlich schaffen, dann eben auch andere aufzuspüren. Dann haben wir die Gestaltwandler, das sind eben dann die Pharos ohne Seele, die es eigentlich dazu darum geht, dass die ihre Seele wieder gewinnen können und dann auch in Ruhe sterben können, zusammen mit ihrer Seele. Also es sind im Grunde tote Pharos, die wieder auferstanden sind und sind sozusagen bis jetzt zumindest noch die Bösen in der Geschichte. Und wir haben Reyna, eine Jugendliche, die, mit der ich nicht ganz immer so einer Meinung bin, die ein bisschen schwierig ist, wie ich finde, sich auch für ihr Alter immer ein bisschen merkwürdig verhält. Wir haben aber tolle Nebencharaktere wie Felicity, ihre beste Freundin, wie ihre Großeltern. Wir haben Kaden, der im Grunde aus dem Kreis der Pharos kommt, wo sich so eine leichte Liebesgeschichte anbahnt. Und der dritte Teil ist
unglaublich spannend und packend. Er beginnt genau da, wo der zweite Teil aufgehört hat. Man ist direkt wieder im Gefühl, man ist direkt wieder mitten in der Geschichte drin und man hat keinen ruhigen Moment. Es geht wirklich Schlag auf Schlag, dass Dinge passieren, dass wir Neuigkeiten erfahren, dass es einfach neue Informationen, neue Gerüchte, neue Dinge zu tun gibt und alles dreht sich eben um diese Welt. Und Laura Laber schafft es wirklich, einen mitzunehmen, einen zu begeistern, mit Spannung einen durch diese Geschichte zu bringen, dass man eigentlich immer wieder direkt weiterlesen möchte. Und es ist wirklich eine Reihe, wo ich froh bin, dass ich sie über diese Leserunde entdeckt habe, dass ich sie begonnen habe und dass ich mich auch von Rayna im ersten Teil nicht habe abschrecken lassen. Da konnte ich ja gar nicht viel mit ihr anfangen, denn sie entwickelt sich tatsächlich von Buch zu Buch. Das ist auch wirklich immer so mein einziger Kritikpunkt bei der Unwandelbarein, dass ich mit der Protagonistin nicht so recht warm werde und öfter mal den Kopf schütteln muss, auch wenn dieses Kopfschütteln jetzt definitiv weniger wird und ich hoffe eigentlich im fünften, dass ich total happy mit Rayna bin. Mal gucken, ob das so klappt. Ja, es ist halt auch einfach so ein bisschen ihr Charakter, dieses Wahrheiten nicht immer so ernst nehmen, ein bisschen zu lügen, irgendwie immer Dinge zu verheimlichen. Ich mag sowas nicht und auch ich war als Jugendlicher nicht so, dementsprechend kann ich mich da nicht so innehalten. Auch so ein bisschen das Hin und Her in ihren Gedankengängen finde ich immer ein bisschen schwierig, weil eigentlich für mich der Weg von Rayna klar ist und ich eigentlich denke, wo es hingehen sollte. Und ich vermute auch mal, es geht dahin, aber ich weiß es natürlich noch nicht. Und sie weiß es eigentlich auch schon, ne? Also das ist für mich wirklich so, der einzige Kritikpunkt ist immer Rayna. Ich mag es aber gerade im dritten Band, wie wir viel, viel mehr über diese Welt der Pharos erfahren, wie wir da wirklich eingeführt werden, wie auch Charaktere, die neu dazukommen, in die Geschichte eingebracht werden, dass wir Infos bekommen, dass die immer ein bisschen mitbringen und die Geschichte bereichern. Und das finde ich wirklich ganz, ganz toll. Das ist wunderbar gelöst und gibt dieser ganzen Geschichte, dieser Handlung immer etwas Neues, Spezielles und etwas Aufregendes. Und ich bin wirklich ein Fan dieser Reihe, habe mich jetzt sehr gefreut, den dritten gelesen zu haben und freue mich wirklich auch auf den vierten Teil. Und ich mag auch das gemeinsame Lesen in der Lovely Books Leserunde, dass man sich da austauschen kann, dass man liest, was denken andere und es fällt halt doch immer jemand anderen auch mal was anderes auf als einem selbst und man sich dann so ein bisschen auf verschiedene Spuren bringt. Und ich freue mich jetzt wirklich auf Band 4 und 5, die nicht lange warten werden und bin da total gespannt, wie es weitergeht. Ist also nach wie vor eine absolute Empfehlung von mir. Auch ein Sachbuch hat es in diesem Monat in meinen Büchermonat geschafft. Und zwar Werde verrückt, das Praxisbuch von Faith Lindau, erschienen im Kailash Verlag, kostet in dieser broschierten Ausgabe 14,99 € und ist das Begleitbuch zum eigentlichen Sachbuch von Faith Lindau, Werde verrückt, was man hier hinten wunderbar begutachten kann in grüner Farbe. Warum habe ich mir dieses Buch sozusagen zugelegt? Ich bin immer auf der Suche nach Motivation und Inspiration und hier gibt es eben 128 Kicks für den Erfolg und ich habe mir da einfach neue Denkanstöße gewünscht mit praktischen Beispielen, habe leider tatsächlich etwas ganz anderes bekommen. Denn von einem Praxisbuch, wie ich es sonst kenne, ist dieses Buch ziemlich weit weg. Es gibt verschiedenste Unterkategorien innerhalb dieses Buches und diese haben dann immer 8 Tipps. Es gibt also Tipps für dein Erfolgsteam, Tipps für Frauen, Botschaften für das Opfer in dir, Zauberzutaten, Phasen des Wandels, geliebte Widersacher, Powerfragen für deinen Erfolg, um nur einige zu nennen. Und das ist dann wieder untergliedert in je 8 Tipps und Tricks und Kniffe. Das Problem hierbei ist, dass tatsächlich sehr wenig nah an der Realität ist. Also es gibt hier so Dinge, wo ich mich gefragt habe, leben wir in der gleichen Welt? Also man kann sich eben nicht immer aussuchen, womit man sein Geld verdient. Man kann sich nicht immer aussuchen, wo man wohnt, wie man wohnt. Also das kann man im Groben schon, aber wenn ich nun mal in Deutschland wohne, dann kann ich nicht sagen, wenn mir die Politik in Deutschland nicht gefällt oder die Steuern zu hoch sind, gehe ich in ein anderes Land. Also das ist so, ja, das ist so polemisch und gefällt mir persönlich leider gar nicht. Auch was ich nicht gut fand, ist, dass da unglaublich viele Wiederholungen drin sind. Klar kommt einem, wenn man sich mit diesen Themen befasst, immer mal etwas bekannt vor. Es hat auch noch keiner das Rad neu erfunden, aber dass sich innerhalb eines Buches irgendwie jeder Tipp 3-4 Mal wiederholt, finde ich persönlich tatsächlich ein bisschen schade. Was ich aber sehr gelungen fand, ist, wie hier mit uns gesprochen wurde und auch über die Tipps gesprochen wurde. Es war sehr locker, es war sehr leicht. Man hatte wirklich den Eindruck, man sitzt mit dem Autor an einem Tisch und er erzählt einem etwas darüber. Und das
hat es natürlich sehr unterhaltenswert gemacht und sehr interessant auch für uns dargestellt und hat es wirklich, ja, jetzt vielleicht nicht erfolgsfördernder gemacht, aber natürlich auf jeden Fall spannender und interessanter wurde es hier im Grunde gestaltet und macht es so schon Spaß vom Lesen. Es ist ein Buch für zwischendurch. Ich habe das auch nicht an einem Stück weggelesen, sondern wirklich, wenn ich in der Badewanne war, wenn ich auf der Toilette war, es klingt zwar doof, aber es wird hier auch so empfohlen, es eben als Zwischendurchbuch zu nutzen und so habe ich das auch gemacht und muss wirklich sagen, ja, für zwischendurch ist es absolut okay und man liest natürlich ein Sachbuch auch anders wie einen Roman, wie eine Geschichte. Ich muss wirklich sagen, ich bin hier ein bisschen zwiegespalten, weil mir der Sprachstil eigentlich gut gefallen hat, aber die Tipps und Tricks mir einfach zu wenig waren und es einfach viel zu viele Wiederholungen hatte. Also es ist nur bedingt empfehlenswert. Ich glaube, wenn man vielleicht das Hauptbuch kennt, wäre es vielleicht irgendwie vom Bezug anders gewesen, besser gewesen. Das kann ich natürlich nicht beurteilen. Es war okay und für jeder, der sich vielleicht gerade ganz frisch mit dieser Thematik der Motivation und sonstigem beschäftigt, ist dieses Buch bestimmt nützlich. Für Leute, die da eben schon mehr Literatur gelesen haben, sind es eher leider wirklich Wiederholungen und daher wirklich nur eine bedingte Kaufempfehlung von mir. Und einmal mehr kommen wir in diesem Monat zu der Katze des Dalai Lama. Heute sozusagen der letzte Teil der bisher erschienenen dreiteiligen Reihe. Ich weiß nicht, ob es weitere Bücher zu dieser Katze geben wird von David Michi, werde da aber auf jeden Fall ein Auge drauf haben. Ja, das Buch ist jetzt Ende Juni im Lotus Verlag erschienen und hat 256 Seiten, kostet als E-Book 13,99 und als gebundene Ausgabe 16,99. Und das dritte Buch von der Katze des Dalai Lama hat schon den Überbegriff und die... Entschuldigt, das ist meine Katze, hat als Untertitel und der Zauber des Augenblicks und genau darum geht es in diesem dritten Buch. Es geht um die Meditation, es geht um Yoga, es geht darum, den Augenblick zu genießen, denn nur im Hier und Jetzt, ja, da findet sich das Glück, die Zufriedenheit und der Geist kann sich sozusagen auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist. Und ich fand auch die dritte Geschichte unglaublich toll. Mir geben diese Geschichten auch unglaublich viel. Sie berühren mich, sie geben mir Motivation, sie geben mir Inspiration. Und man hat wirklich das Gefühl beim Lesen, man ist entspannt, man ist berührt. Ich finde das mit der Sicht aus der Katze unglaublich liebevoll gestaltet und gemacht. Und es ist unglaublich schön, die Katze im Grunde kennenzulernen und durch die Katze eben auch die Menschen, die es umherum um den Dalai Lama gibt und eben auch im Grunde ein bisschen mehr den Dalai Lama, auch wenn es natürlich eine fiktive Geschichte ist, aber so manches, wenn man vielleicht schon die ein oder andere Biografie gelesen hat über den Dalai Lama oder die ein oder andere Geschichte, dann erkennt man ihn tatsächlich darin wieder und das fand ich so besonders. Man hatte das Gefühl, man ist ganz nah an diesem spirituellen Oberhaupt der Buddhisten und das hat mir wirklich unglaublich viel gegeben und man zieht da so viel raus und mir geht es so und ich finde das ganz, ganz toll. Es ist eine absolut gelungene Buchreihe. Ich liebe alle drei Bände gleichermaßen. Es war eine wunderschöne Reise in diesem Monat und auch hier im dritten Teil habe ich mir ein paar kleine Weisheiten herausgeschrieben und eine möchte ich einfach mit euch teilen. Und der Zauber des Augenblicks führt zu Wohlbefinden und zur Entdeckung der wahren Natur seiner selbst. Finde ich wunderschön. Es ist auch wieder ein bisschen das Thema Reinkarnation hierin verbunden. Es gibt so Überlegungen mit der Katze des Dalai Lamas, also mit der KSH, Katze seiner Heiligkeit, ob die vielleicht schon in einem früheren Leben dort auch auf den Dalai Lama getroffen ist, auf den 5., um genau zu sein. Und das hat unglaublich viel Charme gehabt, so diese Ideen und wie sie das so erklärt hat und rübergebracht hat, fand ich wirklich mega, mega süß. Sehr schön ist hier, man spricht nicht nur über Meditation, sondern bekommt am Ende des Buches auch eine Meditationsanleitung für jedermann und es wird auch dann ein bisschen Tipps und Tricks dazu gegeben, was empfohlen wird. Und ich fand die Meditation wirklich sehr gelungen und ich glaube, dass sie für Anfänger wirklich sehr, sehr gut geeignet ist. Und auch dieses ganze Gefühl der Veränderung fand ich wirklich, also innerhalb dieses Buches fand ich wirklich toll. Diese Reihe bekommt von mir alle Sterne und Punkte, die es zu vergeben gibt und fand ich wirklich großartig.
Auch ein Hörbuch darf in diesem Monat nicht fehlen, aber diesmal nicht von Audible, sondern aus dem Random House Audio Verlag. Fünf am Meer von Emma Sternberg ist jetzt im Mai erschienen diesen Jahres und kostet als Taschenbuch 9,99 €, als E-Book 8,99 € und als Hörbuch in gekürzter Form 14,99 €. Wurde gesprochen von Britta Steffenhagen und hat als Taschenbuch 464 Seiten und als Hördauer etwas über 7 Stunden. Ja, war eine Empfehlung von der lieben Paddy und da ich im Sommer gerne mal zum Hörbuch greife, weil ich gerne mein Gesicht gegen Sonne strecke und dann eben nicht hinter einem Buch verstecken möchte, dachte ich, ist das jetzt die perfekte Zeit, um eben ein sommerliches Hörbuch zu hören. Ja, um was geht es? Es geht um Lynn, sie ist Anfang 30, lebt wohl in einer sehr gut gehenden Beziehung, kommt eines Tages eher von der Arbeit nach Hause und wie es dann eben so ist, manchmal im Leben, erwischt sie ihren Freund in flagranti mit ihrer besten Freundin. Und das ist natürlich nicht wirklich irgendwas Schönes. Und sie ist total geschockt, wirft ihren Freund samt ihrer besten Freundin aus der Wohnung und merkt aber dann, huch, das ist ja gar nicht meine Wohnung, sondern seine. Und dann rattert ihr Kopf, was jetzt alles in ihrem Leben sich verändern wird, was da eigentlich passiert ist. Doch sie hat gar nicht so viel Zeit, darüber nachzudenken, denn auf einmal steht da ein Erbsucher und möchte unserer lieben Lynn ein Erbe vermachen. Und zwar ist die Cousine ihrer Mutter gestorben in den USA und sie hat ihr im Grunde ein Haus vermacht, beziehungsweise war eben dieser Erbsucher auf der Suche nach Erben, denen er im Grunde dieses Haus noch zusprechen kann. Denn er hat natürlich nicht nur noble Absichten im Kopf, sondern er verdient natürlich daran, wenn das Haus verkauft wird und bekommt da eben einen Teil als Provision der Erbmasse sozusagen zugesprochen. Ja, sie überlegt nicht lange, ist jetzt schwupps im Flieger nach Southampton in den USA im Staat New York und ist erstmal überrascht, dass Southampton, New York, für sie ist New York halt immer die Stadt, aber die Amerikaner nennen ja ihre New York City immer wirklich mit dem Stadtnamen, nicht nur als das Bundesland, was manchmal scheinbar hier auch in diesem Buch für Verwirrung sucht. Und in das Southampton kann sich unsere Lynn gar nichts vorstellen, bis sie in den Hamptons landet, was ja tatsächlich vielen ein Begriff ist, auch uns Deutschen, wir alle kennen die Hamptons, wo die US-New Yorker sozusagen tatsächlich ihren Sommer verbringen, weil es in der Stadt nicht auszuhalten ist. Und dort trifft sie eben auf die Villa und auf die Einwohner der Villa, denn die Cousine ihrer Mutter hat nicht alleine gelebt, sondern mit 5 Senioren wie in einer Art WG. Und lebt sich da jetzt erstmal ein, lernt mit uns zusammen die alten Menschen kennen. Es passieren die ein oder andere Katastrophe und das Haus war eben früher mal eine Art Pension und auch Lynn überlegt sich eben dieses Haus wieder als Pension zu vermieten und dort einfach zu bleiben. Natürlich werden ihr ein paar Steine in den Weg gelegt und sie trifft auch auf junge, sehr attraktive Männer, die es aber nicht alle gut mit ihr meinen. Eine wunderbare Sommergeschichte. Eine tolle Protagonistin, die ich sofort sympathisch fand, mit der ich sofort mitfühlen konnte, wo ich einfach alles verstehen konnte, wie sie was getan hat, was sie wann gesagt hat und man sich so gut in sie hineinversetzen konnte. Auch die Senioren waren unglaublich lustig und es war sehr gefühlvoll und man hatte so ein bisschen das Gefühl, es wurde hier ein bisschen von den Golden Girls abgeschaut und das war unglaublich sympathisch. Es war lustig, es war witzig, es war einfach so echt und man hatte einfach das Gefühl, man ist ein Teil dieser Gruppe an Menschen und man verbringt eben einfach Tage mit ihnen in den Hamptons und auch die Irrungen und Wirrungen, so ist das Leben eben manchmal. Ich fand es unglaublich lustig, es hat mir ganz viel Spaß gemacht zu hören. Man wollte auch immer weiterhören und wissen, wie geht es denn nun weiter mit den Menschen, wie geht es weiter mit der Villa, was passiert mit denen, die es nicht so gut mit Lynn meinen und man ist da einfach total gespannt und neugierig und wird da wunderbar getragen von einer sehr schönen Sprache, wie ich fand. Auch ganz, ganz toll gesprochen von Britta Steffenhagen, die mir jetzt persönlich als Sprecherin noch nichts gesagt hat. Und es hat einfach Spaß gemacht, dieser Geschichte zu folgen. Man konnte lachen, man konnte schmunzeln, man war auch manchmal mit verzweifelt und es hat einfach Spaß gemacht. Das war eine ganz perfekte Sommergeschichte und ist auf jeden Fall das Sommerbuch 2014.
2016, das man, denke ich, auf jeden Fall gelesen, gehört haben sollte. Ich kann hier wirklich auch das Hörbuch empfehlen, weil es toll gelesen war und einfach man es überall mit hinnehmen kann. Also ich habe in der Mittagspause gehört, morgens beim Putzen gehört, abends so kurz vorm Einschlafen gehört und man hat da einfach so viele Möglichkeiten zu hören, anstelle eben zu lesen, und es hat mir wirklich ganz viel Spaß gebracht und es war eine wunderbare Geschichte und ich, bin wirklich von 5 am Meer sehr begeistert. Es war so liebevoll auch gesprochen und gestaltet und die Geschichte übermittelt. Und es war einfach so herzwärmend und wirklich ganz, ganz toll. Große Empfehlung von mir. Es hat wirklich unglaublichen Spaß gemacht, dieses Hörbuch zu hören. Eleanor und Park von Rainbow Rowell wurde von mir gemeinschaftlich mit Phil und Alicia und unserem Leseclub auf Facebook gelesen. Findet ihr alles in der Infobox. Ja, das Büchlein habe ich mir im englischen Original geholt, weil ich dachte, ja, ein Jugendbuch geht auf jeden Fall in Englisch. Tja, da habe ich mich getäuscht. Das Buch hat mich in der Sprache tatsächlich an die Grenzen gebracht, denn ich konnte mit vielen Jugendbegriffen und Jugendgeslänge gar nichts im Englischen anfangen und dachte mir, ja genau, Steffi, mit Herr der Ringe und Game of Thrones bist du zurechtgekommen und an Eleanor und Park scheiterst du jetzt. Ja, aber worum geht es in Eleanor und Park? Ja, es ist vorerst, ich glaube, letztes Jahr erschienen, war auf jeden Fall ein groß gehyptes Buch 2015, an das ich mich vor lauter Hype gar nicht so direkt rangetraut habe, es mir dann aber jetzt in Englisch besorgt habe, weil mich die Geschichte doch interessiert. Ja, es geht um zwei junge Leute, um Eleanor, ein junges Mädchen mit roten Wallen dem Haar aus einem ganz schlimmen Familienhaus mit einem Stiefvater, der wirklich alles Schlimme in sich vereint, einer Mutter, die irgendwie die Augen schließt und irgendwie nicht begreift, dass der Mann schlecht für sie und ihre Kinder ist. Und wir haben Park, ein Junge, der eine asiatische Mutter hat, dementsprechend auch nicht ganz sozusagen dem amerikanischen Bild entspricht und beide so ein bisschen Außenseiter sind. Bis sich beide im Bus begegnen, denn Park bietet Eleanor den Platz neben sich an und sie seit diesem Tag immer neben ihm sitzt, um ihm über die Schulter zu schauen und seine Comics zu lesen. Und sie dann eben ganz leicht beginnen, Comics zu tauschen, Hörkassetten zu tauschen und sich eben so ein bisschen näher kommen und es eine ganz leichte Liebesgeschichte entsteht, die eben ja überschattet wird aus den Familienverhältnissen von Eleanor, auch dem strengen Vater von Park und eben auch diesem ganzen Mobbing an der Schule. Es ist eine unglaublich schöne Liebesgeschichte. Sie ist ganz leicht, sie ist ganz seicht, sie ist ganz anfänglich, sie ist ganz jung und unschuldig. Wunderschön beschrieben. Man hat sich direkt in das Alter zurückversetzt gefühlt und ich habe dann auch in Erinnerungen geschwelgt an meine erste große Liebe und es hat sich einfach echt angefühlt. Es war eben nicht irgendwie, ja, so hopp, hier bin ich, freu dich, wir sind jetzt zusammen und zack, liegen wir, wer weiß wo. Nein, so war es eben gar nicht. Und es war eben so unschuldig und so naiv und manchmal eben auch so mit der Tür ins Haus, wie es eben nur bei Jugendlichen sein kann. Und das war einfach wunderschön. Leider muss ich sagen, waren es mir tatsächlich zu viele drumherum Geschichten, die schlimm waren. Egal, ob es der Stiefvater war, der ein letzter Idiot war, ob es die Mitschüler waren, die ihnen das Leben nicht leicht gemacht haben, ob Parks Vater war, den ich auch nicht super sympathisch finde. Selbst der echte Vater von Eleanor ist irgendwie ein Trottel. Und das waren mir persönlich zu viele Geschichten drumherum, sodass man diese zarte Liebesgeschichte nicht immer ganz genießen konnte, obwohl man es wollte. Und dann ging es eben auch los mit diesen typischen oberflächlichen Jugendbuchdingen, die so viel für mich persönlich immer kaputt machen, dass zum Beispiel hier Eleanor mit Schminke verschönert wurde und verändert wurde und sich auf einmal viel besser gefühlt hat. Und auch das Ende kam mir persönlich viel zu abrupt, viel zu schnell. Und da hat man den Eindruck gehabt, ihr sind irgendwie die Worte ausgegangen, also der Autorin. Das fand ich tatsächlich ein bisschen schade. Es war dann eben nicht mehr das Besondere, das Leichte, das Liebevolle, sondern es wurde dann doch ein bisschen oberflächlicher und ein bisschen gewollter. Und das hat sich für mich persönlich nicht mehr so schön angefühlt. Liegt vielleicht auch daran, dass ich über 30 bin und ich vielleicht einfach eine andere Jugendzeit hatte. Ich mochte eben auch die Message teilweise nicht, die dann dieses Buch rübergebracht hat. Gerade wie es dann um die Verschönerung von Eleanor ging, wo ich dann eben dachte, Mensch, was denkt da ein junges Mädchen, dass sie nur mit Schminke schön sein kann, und man muss doch jungen Mädchen eigentlich Mut machen, dass sie so schön sind, wie sie eben einfach sind und dass keiner ein Make-up braucht, egal ob Junge oder Mädchen. Und ach, das fand ich persönlich dann einfach, das war so für mich der Punkt,
wo ich dachte, ach nein, jetzt geht es so los. Und ja, es ist ein unglaublich toll geschriebenes Buch. Ich mochte auch die Perspektivwechsel und ich mochte eben diese zarte Liebesgeschichte wirklich sehr, sehr gerne. Mir war es gegen Ende hin dann einfach zu schnell, zu abrupt und auch das Ende, das so ein bisschen offen ist, man den Eindruck hat, lässt sie sich die Tür auf für den zweiten Teil, hat sich für mich nicht ganz vollständig angefühlt, leider. Aber dennoch ein gutes Buch und das Zusammenlesen hat wieder unglaublichen Spaß gemacht, einfach weil man dann Dinge entdeckt, die man durch andere Augen sozusagen sieht, auf die man selbst vielleicht gar nicht gekommen wäre. Und das macht für mich gemeinsam Lesen einfach so besonders und so schön und so auch bei diesem Buch, ja, was mir einfach gut gefallen hat und mir in guter Erinnerung bleiben wird, wenn es eben doch das ein oder andere Aber sozusagen einfach hat, was eben nicht ganz rund war für mich. Aber ja, ein gutes Buch, was mir gefallen hat. Und dann dürfte es mal wieder ein Jugendbuch sein, und zwar das erste Jugendbuch von Paige Toon, Das verrückte Leben der Jessie Jefferson. Erschienen im Ja Verlag, der zu HarperCollins gehört, als broschierte Ausgabe für 14,99 erhältlich ist und als E-Book, ich glaube, für 12,99. Ist jetzt ganz aktuell auch im Juni erschienen und ist der erste Teil einer neuen Reihe rum um Jessie Jefferson. Ja, die Jeffersons. Wir kennen bereits, wenn wir Paige Toons Frauenroman kennen wir bereits Johnny Jefferson aus zwei, ich sag jetzt mal, Frauenromanen sozusagen. Und ja, also da geht es immer komplett um den Rock'n'Roll-Superstar Johnny. Und hier treffen wir auf seine Tochter. Sie ist 15 Jahre, hat ihre Mutter beim Unfall verloren, lebt mit ihrem Stiefvater zusammen und ja, kommt mit dem Kummer des Todes der Mutter nicht so zurecht. Sie raucht und geht auf Partys und ja, trinkt auch sehr viel Alkohol und ist so ein bisschen verzweifelt. Natürlich hat sie gerade ihre Mutter verloren, das ist ganz nachvollziehbar. Und ja, sie konfrontiert ihren Stiefvater so ein bisschen damit, dass sie eben nie erfahren hat, wer denn ihr leiblicher Vater ist. Und ja, er weiß es und erzählt ihr, dass es eben der super Rockstar Johnny Jefferson ist. Und ja, nach verschiedenen Tests, ob sie tatsächlich die Tochter ist, darf sie dann auch nach L.A. zu ihm reisen und ihn und seine Familie kennenlernen. Zu der Familie gehört ja Mac, die wir eben auch aus den Büchern kennen, die wir im Grunde ja begleitet haben von der Assistentin. Und ja, wie es dann so weiterging sozusagen. Und eben auch, dass sie ja, Halbbrüder hat. Und in L.A. angekommen, lernen wir eben nicht nur die Familie kennen, sondern auch, ja, im Grunde die Jugend in L.A., was so ein bisschen OC California und Gossip Girl angehaucht war. Ja, ich fand die Geschichte toll. Ich glaube, man merkt es auch direkt sofort. Ich war sofort wieder in diesem Jefferson-Modus. Ich habe Johnny damals geliebt und habe ihn ja immer so ein bisschen mit Robbie Williams verglichen und auch mit dieser Phase, wie es dann im zweiten Teil weiterging mit der Familiengründung, hat mich die Geschichte sehr an Robbie erinnert, von der Band zum Singlesänger und ja, dann eben die Frau sozusagen fürs Leben und Familie und ja, hat mich sehr dran erinnert. Und wäre es nicht toll, die uneheliche Tochter von Robbie Williams zu sein? Gut, es geht, glaube ich, nicht so richtig, weil er ja gar nicht so viel älter ist wie ich. Ich glaube, knapp nur 9 Jahre. Aber man könnte sich ja irgendeinen anderen Rockstar heraussuchen. Müsste mal meine Mama fragen, welcher Rockstar da am nächsten käme. Es war auf jeden Fall unglaublich spannend zu lesen. Es war lustig, es war lebhaft, es war ein ganz toller Stil. Und man spürt hier tatsächlich einen Unterschied von Paige Toon, dass sie eben hier definitiv eine jüngere Zielgruppe anspricht, als zu ihren Frauenromanen, die ich eben sonst ja eigentlich lese von ihr. Man spürt, dass sie ja schneller ist im Erzählenden, dass sie jugendlicher wird, dass sie ein bisschen eine slangerigere Sprache anwendet, kann man das so sagen? Also sie tatsächlich viel mehr so spricht. Ich kriege da jetzt gerade kein Wort für zusammen. Ich fand es toll. Mir hat es Spaß gemacht. Es war lebendig. Ich fand es toll, einfach so wieder in diese früheren Geschichten einzutauchen. Man hätte auch sofort wieder Lust, diese Bücher von Paige Toon direkt wiederzulesen. Es empfiehlt sich auf jeden Fall, sie zu kennen, aber es ist absolut kein Muss. Man wird wunderbar in die Geschichte auch eingeführt. Man kann dieses Jugendbuch also auch für sich selbst lesen, wer Lust darauf hat. Das Ende, muss ich ehrlich gestehen, war mir viel zu schnell und viel zu abrupt. Das ist so der einzige Kritikpunkt, den ich habe. Sie lässt sich sonst wunderbar Zeit, wir kommen da rein, wir erleben Dinge, wir können dabei sein, wir fühlen die, wir riechen förmlich das Meer um uns herum und die Sonne und man hat direkt den Eindruck, oh Gott, ich lebe hier in L.A. und alles ist ja, freaky und ja, das empfinde ich manchmal. Und das Ende kam dann so schnell und abrupt und man hatte das Gefühl,
Ja, sie hatte irgendwie keine Wörter mehr übrig. Wie wenn dieses Buch nur, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten haben darf, 300 Seiten haben darf und sie dann irgendwie zu Ende kommen muss. Es ist ja der Start einer Reihe. Der zweite Teil ist für den Winter geplant, ich glaube für Dezember. Von daher lässt es sich vielleicht damit irgendwie erklären. Dennoch finde ich, hätte man dem ersten Teil auf jeden Fall ein schöneres Ende geben können. Nicht wie es geendet hat, das fand ich okay, also von der Story her, aber eben in dieser Schnelligkeit, in der das passiert ist. Das fand ich persönlich wirklich nicht so gelungen, aber es ist wirklich nur ein kleiner Kritikpunkt, weil ich die Geschichte wirklich toll fand. Sie hat Spaß gemacht, sie hat mir Freude bereitet, sie hat mir und ja, zaubert mir noch ein Lächeln aufs Gesicht. Und was will man wirklich, ehrlich gesagt, mehr von einem Buch und das ist einen so begeistert. Und eben, wer dieses Buch mag und Lust hat, auf mehr von Johnny und Mac zu lesen, der sollte unbedingt sich die beiden Bücher von Page Toon noch besorgen. Ich glaube, oh, ich weiß es immer nicht, ich kann mir die Titel immer nicht merken. Ich bin da ja, ich habe es ja nicht mit Namen. Ja, ich weiß natürlich jetzt nicht, wie die Bücher hießen. Einmal rund ums Glück, glaube ich, war, nein, das war es, glaube ich, nicht. Das war, glaube ich, die Rennfahrergeschichte. Du bist mein Stern, war glaube ich der erste Teil und dann irgendwas für immer. Ach ja, ich krieg's nicht mehr gebacken. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall tolle Bücher und auch das hier ist absolut empfehlenswert und ich freue mich auf den zweiten Teil, der dann im Winter erscheint und bin mega gespannt, wie es um Jesse, Johnny, Mac, dem Stiefvater und auch der seichten Liebe, die es hier gerade zwischen Jugendlichen gibt, einfach weitergeht und freue mich total, dass ich es lesen durfte und es hat unglaublichen Spaß gebracht. Unser Himmel in 1000 Farben von Amy Harmon ist das letzte Buch im Monat Juni. Kostet broschiert 14,99 und als E-Book 13,99, ist Anfang Mai im Egmont Ink Verlag erschienen und wurde mir auch von diesen zur Verfügung gestellt. Hat 448 Seiten und ist das vierte Buch von Amy Harmon und das dritte, das ich von ihr gelesen habe. Wir verfolgen hier zwei Jugendliche, einmal Georgia und Moses, die unterschiedlicher nicht sein können. Georgia, ein Mädchen, das bei ihren Eltern auf einem Pferdehof lebt, die sich hier mit Pferdepsychologie, also Menschen in Therapie, beschäftigen. Sie selbst möchte Rodeo-Reiterin werden und ist eigentlich relativ furchtlos. Moses, ein Junge, der früh von seiner Mutter in einen Waschsalon ausgesetzt wurde, bei Verwandten aufgewachsen ist, die ihn aber immer spüren haben lassen, dass seine Mutter eben eine Crack-Mutter war, die eben auch an einer Überdosis gestorben ist. Moses hat aber eine besondere Gabe, denn er kann tote Menschen sehen und kann die Bilder, die sie ihm zeigen, auch malen und ist daher wunderbar begabt, was die Kunst angeht. Beide treffen aufeinander, weil Moses bei seiner Großmutter aufwächst, die ganz in der Nähe des Reiterhofes lebt und sie gehen auch zusammen auf die gleiche Schule und freunden sich dort an. Und Georgia, ja? Wie sollte es anders kommen? Verliebt sich in Moses, doch der will keine Liebe zulassen in seinem Leben und verschwindet. Und ja, die Liebes- und Lebensgeschichte der beiden können wir in diesem Buch verfolgen. Denn wir verfolgen nicht nur die Jugend der beiden, sondern sind auch in verschiedenen Zeitabständen immer wieder dabei und leben das Leben der beiden aus ihrer eigenen Sicht. Das heißt, wir haben hier einen Perspektivwechsel, der ganz gut gelungen ist, der mir leider ein bisschen zu gleich geschrieben war. Ich mag Perspektivwechsel, wo man tatsächlich spürt, dass uns eben zwei unterschiedliche Menschen etwas erzählen. Das hat Amy Harmon nicht so ganz hinbekommen. Es war eben immer Amy Harmon, die geschrieben hat. Und das fand ich schade, weil ich das eben auch schon besser und schöner kenne. Aber es hat die Geschichte natürlich ein bisschen rund gemacht und man musste sich nicht einfinden in den jeweiligen anderen Stil. Ich mochte die Geschichte der beiden sehr gerne, gerade eher dann so ab dem Mittelteil. Der Anfang hat sich unglaublich gezogen und auch das Ende war nicht mein Ende. Dennoch war gerade der Mittelteil eine wirklich schöne Lebensgeschichte. Man hat tiefe Gefühle, es gab tiefe Tragik, es war ganz viel Drama und es war eben auch so diese düstere Stimmung durch das, was eben Moses in seinem Leben erlebt hat und was er sieht. Leider war eben aber einfach der Anfang, die ersten 70, 80 Seiten, denkt man sich wirklich, oh, wo geht es denn endlich mal hin? Was ist das Besondere hier? Wann kommt der Teil, der wirklich spannend ist? Und dann haben wir eben ein Ende, das ich unmöglich fand, das mir überhaupt nicht gefallen hat, das überhaupt nicht zur Geschichte gepasst hat, das so total unrund war und man einfach das Gefühl hatte, das Ende war jetzt einfach das Ende, damit es wurde. Es hat nicht gepasst zu der Vorgeschichte innerhalb des Buches und das ist für mich einfach, ja, das passt sich dann einfach nicht. Mir hat wirklich der Mittelteil, ich sag mal von Seite 100 bis 400, gut gefallen. Es war schon immer ein bisschen langatmig, auch wenn ich
in diesen Bann der Leben hineingezogen wurde. Das hat Amy Harmon tatsächlich geschafft. Aber durch den zähen Anfang und das nicht passende Ende verliert dieses Buch einfach an Spaß, an Freude. Und man sitzt am Ende nur noch da und denkt sich, ach nee, das hat es jetzt aber nicht gebraucht. Und das fand ich wirklich einfach schade, weil ich denke, sie hat es doch in der Mitte so gut gekonnt und vermasselt dann wirklich so den Schluss. Fand ich einfach unglaublich schade, weil mir diese düstere Liebeslebensgeschichte einfach schon gefallen wollte und auch im Mittelteil gefallen hat. Und dass ich dann aber so komplett was anderes am Ende habe, ach, damit habe ich einfach gar nicht gerechnet. Und ich bin bei Amy Harmon jetzt einfach ein bisschen zwiegespalten. Von drei Büchern fand ich wirklich nur eins grandios. Die beiden anderen eben, ja, mit dem hier jetzt auch so mittel. Und ob das eine Autorin ist, die ich länger verfolge, weil wirklich der Anfang war schon sehr zäh. Und wäre der spannende Teil nicht Moses gewesen, wer weiß, ob ich es dann tatsächlich weitergelesen hätte. Weil nur das Leben von Georgia wäre tatsächlich ein bisschen öde gewesen. Also das macht sie leider mit ein bisschen... Ja, sehr differenziert. Man hat wirklich diesen spannenden Moses und diese langweilige Georgia. Und nicht nur, dass sie langweilig ist, nein, uns wird es auch langweilig erzählt. Und ach, das ist wirklich sehr, sehr schade. Also es ist nicht wirklich eine Empfehlung. Es ist vielleicht eine bedingte Empfehlung. Für jeden, der Amy Harmon vielleicht bisher toll fand, wird dieses Buch auch mögen. Mich hat es leider nicht so begeistern können. Es war okay. Und gerade der Mittelteil, der ist wirklich löblich zu erwähnen. Aber Anfang und Ende, da kann ich einfach nichts Gutes dran sehen. Und das war nun, ja, der zweite Teil meines Büchermonats und ich bin echt happy. Also, über die Bücher, die gelesen wurden, auch im zweiten Teil, hat sich die Katze des Dalai Lama wirklich herausgestochen als Highlight. Auch These Broken Stars war wirklich ganz, ganz großes Kino. Und auch die Reihe, die Unwandelbar-Reihe überhaupt im ganzen Monat. Und ich freue mich jetzt noch auf Teil 4 und 5, den ich im Juli lesen möchte. Und wo ihr dann bestimmt auch wieder im nächsten Büchermonat sehen werdet. Und ich danke euch nun fürs Zusehen. Ihr findet natürlich auch den ersten Teil unten noch in der Infobox, wenn ich das noch nicht gesagt habe. Und wünsche euch nun noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.